Mein Name ist Ralf Pinner, ich bin Geschäftsführer der Klinik Lippoldsberg. Wir sind eine Spezialklinik für die Versorgung von Schlaganfallpatienten und Patienten nach Hirntumoroperationen und kardiologischen Operationen, also herzchirurgischen Eingriffen. Wir arbeiten sehr eng mit der Universitätsmedizin Göttingen zusammen und wir versorgen in etwa 140 Betten Patienten bis zu 50 Tagen und wir übernehmen auch beatmete Patienten von anderen Intensivstationen, um sie dann in einer Krankenhausrehabilitation weiter zu versorgen. Wir verfügen auch über eine Ergotherapieschule mit 80 Plätzen. Wir waren überhaupt die erste Therapieschule Hessens und bilden auch in der Krankenpflege aus. Also ganz klar ist geworden, dass schon alle vorher bestehenden Probleme des Fachkräftemangels für uns als Klinik für schwerst betroffene Patienten durch die Pandemie extrem verschärft wurden. Offene Stellen können schlechter besetzt werden. Auch der Altersdurchschnitt der Pflege steigt kontinuierlich weiter an. Alles Dinge, die vor der Pandemie schon sichtbar waren und sich für uns deutlich verstärkt haben. Wir haben aber auch gemerkt, dass wir technisch und prozessual die Pandemie auch im nordhessischen Netzwerk um Kassel rum schon mitgestalten und beherrschen können. Aber der Fachkräftemangel stellt uns vor völlig neue Herausforderungen, weil es die Probleme eben sehr verstärkt hat. Wichtig ist auch für uns geworden, dass wir eingesehen haben, dass ohne ausländische Fachkräfte die Lücken nicht gefüllt werden können. Also Arbeitsbedingungen und Ausbildung sind unsere absoluten Schwerpunkte. Es ist uns gelungen, während der Pandemie fast alle Bettenstationen und auch die Therapielabore Kern zu sanieren und die Arbeitsbedingungen für alle Berufsgruppen deutlich zu verbessern. Wir setzen sehr auf digitale und robotikassistierte Geräteausstattung und das hat eine direkte Wirkung auch auf die Ausbildungsattraktivität und wir merken sehr stark, dass sowohl die Schüler für unsere Ergotherapieschule, an der man auch seinen Bachelor in Zusammenarbeit mit Hildesheim machen kann, davon sehr deutlich profitiert. Wir versuchen, die Ausbildungsplätze auch bei Freiwilligen Sozialen Jahr mit Jungen sehr oft aus weit entfernten Ländern zu besetzen und merken sehr deutlich, dass diese jungen Frauen ihren selbstständigen und eigenständigen Weg gerne mit uns zusammen gehen und sich auch für einen Ausbildungsplatz in der Pflege interessieren. Es hilft aber alles nichts. Wir werden eben als Klinikbetrieb mit 24/7 niemals ein hipper Start-up mit Blick auf die Altstadt. Die Arbeit am Patienten ist eben doch eine sehr besondere. Also wir kommen ohne weiteren Zuzug von ausländischen Fachmitarbeitern, die schon ihr Examen in der Tasche haben, oder Lernenden gar nicht gegen die deutsche demografische Entwicklung hier in der Region oder auch im Großraum Kassel und Hessen an. Wir brauchen zur Behandlung der Erkrankungswahrscheinlichkeiten der geburtenstarken Jahrgänge auf jeden Fall Fachmitarbeiter aus dem Ausland. Sonst sind die Prognosen überhaupt nicht zu erfüllen. Als Spezialklinik haben wir hier möglicherweise gewisse Vorteile, weil wir Patienten haben, die über Verweildauern von 40 Tagen sehr gute Chancen bieten, in Kontakt mit der deutschen Sprache und auch den besonderen Pflegeerfordernissen zu kommen und eben auch Zeit bleibt, diese Spezialmedizin kennenzulernen, ohne dass eine zu hohe Patientenfrequenz dabei ist. Letztlich entscheidet unserer Meinung nach die interkulturelle Kompetenz über die Attraktivität und die Gewinnung dieser Fachkräfte. Bereits 40% aller unserer Ärzte sind schon nicht in Deutschland geboren und arbeiten schon über viele Jahre mit uns zusammen. Auf der Basis dieser kulturellen Erkenntnisse und der Erfahrung haben wir ein Onboarding-Programm, so nennt man das heutzutage, entwickelt, um auch Fachkräfte für die Pflege und auch für andere Funktionsbereiche unserer Klinik zu gewinnen. Ermutigend sind auch die Effekte der Digitalisierungsschwerpunkte, die auch ausländische Fachinteressierte zu uns ziehen. Wir haben zum Beispiel auch Ärzte aus Indien, die bis nach Lippoldsberg kommen, um hier die Fachrehabilitation der Neurologie zu erlernen und an anderer Stelle weiter auszubauen. Also wir sehen ja ganz deutlich, dass die sehr sicheren Perspektiven in einem Heilberuf zu arbeiten, als Ergotherapeut, als Arzt, als Pflegemitarbeiter, von den meisten Bewerbern und auch von den Interessenten wertgeschätzt werden. Und das zu Recht. Die Berufsanfänger und auch die examinierten, erfahrenen Kräfte, die zu uns kommen, sagen in den Befragungen immer wieder, dass das selbstständige Arbeiten und der hohe Technisierungsgrad in unseren pflegerischen und therapeutischen Bereichen
interessant ist. Der eigentliche Nachteil einer Landlage gleicht sich hier für Interessierte aus, die Mitte, Ende 20 sind und hier ein familiäres Leben aufbauen wollen, da hier die Kaufkraft und zum Beispiel auch die Grundstückspreise in einem besseren Einklang stehen als zum Beispiel im Großraum Frankfurt. Wir sehen aber auch sehr deutlich, dass Fachweiterbildung, wie zum Beispiel für Neuropsychologen, deren Fachweiterbildung wir vollständig finanzieren, und auch die zum Beispiel technisierte Ausstattung für logopädische Arbeiten oftmals Gründe sind, dass reifere Mitarbeiter, die meistens schon 10 Jahre Berufserfahrung haben, sich auch für einen Arbeitsplatz in Lippoldsberg entscheiden.